Moin, moin und herzlich willkommen in der Computerstube an der Schwentine. Wir haben uns hier eine kleine neue Stadt gesucht. Ich würde sagen, wir gucken uns hier gleich noch ein bisschen um. Ach, ich sollte vielleicht mal gucken, was ich noch alles so machen kann. Ich könnte, glaube ich, mal eine Pille nehmen. Ich könnte noch ein bisschen was trinken. Was essen. Mal fragen, ob ich hier irgendwas in der Nähe finde. Moin! Anscheinend nicht. Kennt sich hier wohl auch nicht aus. Da scheint noch eine richtige Stadt zu sein. Das wird noch nicht reichen. Ach, ich habe schon wieder Durst.
PCs. Guck ich mir mal an. Hier ist ein Gebäude. Jetzt erstmal die Gebäude kurz anschauen. Da sollte ich mal ein bisschen Vitamine gegennehmen. Ist einfach nichts zu finden. Das Regal ist auch leer. Da ist ein Holzschreibtisch. Wie geht's wieder raus? Gut. Da ist eine Küche. Dose, Stapel Essen. Was habt ihr denn in der Mitte? Knochen. Nehmen wir mal den Stuhl mit. Den können wir auch mitnehmen. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Das ist ein Trockner. Hier komme ich auch raus. Hier ist noch ein Bad. Der war offen. Ich frage mich immer noch, wie sie Papier in der Toilette lagern. Den Mülleimer hatte ich auch noch nicht. Briefkasten. Thank you.
Ach, hier ist die US Army. Das ist das kleine Dorf, wo ich hergekommen bin. Und da ist auch noch irgendwas. In welche Richtung gucke ich gerade? Ich wundere mich eigentlich gerade, dass hier ein bisschen geklopft wird. Das liegt aber daran, dass unsere Haushaltshilfe, also der Saugroboter, im Nachbarraum fährt. Hat ihre Tore, naja, nur ein Tor verschlossen. Und da kommt auch schon jemand, der sich hier auskennt. Da können wir bestimmt sagen, wie man hier Punkte bekommt. Moin. Stören Sie mich. Ich brauche Medizinschränkchen. Schöne Sachen. Mineralwasser ist auch nicht verkehrt. Was haben wir denn zu lesen? Hier. Gut, danke. Reingucken. Ah, ein Soldat. Was ist denn hier die Arbeitsbedingungen? Wird man hier leicht? Anscheinend. Eine Küche. Kaffeeautomat. Kaffee drin.
Schreibtische sind aber alle offen. Schon durchwühlt. So. Erscheinen mal bei meinem Bett. Und dann gehe ich mal meinen Rucksack holen. Einmal durchsuchen. Ich kann Punkte gebrauchen, aber eigentlich erst, wenn ich Werkzeug habe. So wie ein Holzknüppel. Ah, mein Jobsauger ist fertig. Ein bisschen verschluckt. Jetzt sollte ich vielleicht doch erstmal nicht mehr die Shift-Taste drücken. Ich sollte gleich Ausdauer haben.
Jetzt mein Rucksack. Den nehme ich jetzt mal wieder auf. Diesen Gegenstand gleich wieder reparieren. So, da einmal reingucken, da einmal reingucken. Mülleimer. Die Tür, damit komme ich raus. Eine Stadt. Vogelnest. Komme ich wieder runter. Hier ist noch eine Kaffeemaschine. Und da ist noch ein Karton. Komme ich noch hoch? Die Mission ist ja noch. Kann ich hier die Treppe runtergehen? So, in den anderen Gebäuden war ich auch noch nicht unbedingt. Wenn ich mir meine Punkte anschaue, kann ich das gut gebrauchen. Das Buch lesen. Laster. Komm her doch mal. Treffen wir uns jetzt doch mal hier draußen. Nutzen.
Gesundheit schon wieder so weit runter. Habe ich nicht noch da welche? Medizinschränken. Kaffeepulver. Da ist ein Tee drin. Ein ordentliches Messer, ne? Ein Jagdmesser. Das ist doch schon mal schön. Nehme ich. Hier geht's noch in die Küche. Die haben ja auch noch verkohltes Fleisch und Kohle. Thank you.
versiegelte Kiste. Da komme ich irgendwie noch nicht ran. Das ist mir jetzt zu aufwendig. Sag mal so, ich bin recht voll beladen. Na? Ich fahr mal zum Malen. 9 nach Hause. Ja. Mir schon wieder heiß, obwohl es Nacht ist. Ich dachte, in der Nacht ist es nämlich immer sehr kalt. Also ich gehe schon wieder in die Poststation, da war ich aber schon weggefahren in Richtung meines Zuhauses.
Doch, ich fahre jetzt erstmal nach Hause und lade aus. Ich meine, hier ist noch ein Rucksack, den kann ich noch mitnehmen. Wo bist du? Nee, Hühnchen darf weiterleben. So. Ich habe nur einmal Fleisch. Okay. Rezepte, also ich dachte, ich koche das Wasser. Irgendwo noch ein Teil haben, oder das wird schon ein Rezept gefunden. Und ich die wegmachen. Gut, das Fleisch kann hier bleiben.
Hierhin. Die behalte ich. Ja, Messer kann da hin. Munitionsteile können da hin. Eine Taschenlampe kann da hin. So, und jetzt gucken wir mal, was wir alles loswerden können. Das. So, Stoff kann dahin. Farbe kann dahin. Das sind elektrische Teile, können dahin. Da. Messingteile. Da hin. Rohre haben wir da. Das ist Zement. Das ist Nägel. Das ist Papier. Das ist Kleber. Das ist Eisen. Der kann noch in die Gesundheitskiste. Das ist Angelblei, haben wir auch noch nicht. Der kann hier mit rein. So, das ist auch schon eine gute Zeit. Ich sollte mir mal hier Nein, andersrum. Das groß. Die Basis notieren. Nur mal, falls ich... Nein. Nur mal für den Fall, dass ich irgendwann wieder hierher kommen möchte. Das finde ich nervig in der Wüste. Sie könnten halb so häufig auftauchen.
das Problem ist bei dieser Anzeige, 800 Metern, ich weiß nicht, ob sie stimmt. Ach, da kommt schon wieder ein Geier, es muss das sein. Ich sehe da eine Stadt. Ich will endlich mal zu meiner Stadt. Ich will mich nicht immer mit Geiern beschäftigen. Das nervt. Muss ich mal ehrlich sagen. Könnte ich auch jedes Mal absteigen, wenn ich ein Vogelnest sehe. Weißt du, wann der Händler aufmacht? Ich habe 2 Fertigungspunkte. Ah ja. Da sollte ich erstmal was trinken.
Hey, be quick about your business. If there's nothing else, you best be on your way. I've got a task for you. If you're glad you came to your senses. Ah, geht er durch? Gerade noch Geld gefunden bei dir. Das kannst du mir noch mal erinnern. Well, it's about time you bought something. Ah, hier ist unsere Toilette. Nein, das muss jetzt nicht sein. Yeah.
hasse diese Gegenden. War mein Bett? Nee, eigentlich hätte ich auf mein Bett. Naja. Das müsste der Händler gewesen sein. Ich kann auch mal einen schnellen Wegpunkt da hinsetzen. Ja, aber das Ganze werde ich mir morgen antun, also am nächsten Tag. Ich werde jetzt das Spiel, glaube ich, erstmal beenden. Ich freue mich und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Abo da. Und ansonsten hoffe ich, dass bis zum nächsten Mal nicht ganz so viel Wasser die Schwentine runterläuft. Und tschüss.